Hallo und herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge von Dark Parables, der Fluch des Froschkönigs. Wir haben das letzte Mal den Schlüssel zum Schuhschrank gefunden und mir ist aufgefallen, dass das nicht der Schuhschrank ist. Er wird dort dahinter sein. Deswegen habe ich mir überlegt, werden wir uns noch ein wenig umsehen. Es ist ja so, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal, mussten wir schon zurück oder an andere Orte gehen, wo wir schon waren, nur weil dort neue Bilder freigeschalten wurden. Deswegen gehe ich gleich mal hier hinter. Boah, und wie schon erwartet, haben wir gleich was gefunden. Und wir müssen den gläsernen Schuh, wir müssen den Schuh jetzt finden. Boah, was eigentlich logisch ist, denn wir müssen ja irgendwie in die Tür reinkommen, hinter der Aschenputtels Gemach ist. Oder Schrein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, als Schreinamt hat er das abgetan. Und ich habe mir überlegt, ich werde doch aufhören, in das Buch reinzugucken, denn das ist ganz schön vorne weggeguckt. Deswegen werde ich, auch wenn es wesentlich länger dauern wird, einfach alle Orte absuchen, wenn ich einmal nicht weiterkomme. Haben wir wieder was im Auge? Nein, diesmal ist nichts im Auge versteckt. Weil es ist einfach, wenn ich es öffne und ich gerade nicht weiß, wo ich hin muss und dann vielleicht schon der Tipp mit dem Bild ist, dann ist das natürlich doof, dann weiß ich ja, wo ich hin muss. Dann ist das ja wie halt so ein Tipp hier unten genutzt. Das möchte ich dann beim besten Willen nicht. Ich wollte eigentlich von vornherein ganz ohne Tipps spielen. Ich weiß gar nicht, ob man das dann auch jetzt ohne Tipp zählen darf. Ich hoffe es. So, als nächstes sind noch... Was ist das eigentlich? Ich glaube, das war gerade der Absatz, den wir gefunden hatten als letztes. Jetzt sind noch zwei Glasteile offen, die vermute ich mal direkt zum Schuh gehören. Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich fände Glasschuhe im Schrank ganz cool. Es ist, wie gesagt, vermutlich sehr problematisch, wenn man dran mal rennen muss, weil ich glaube auch nicht, dass das aus Panzerglas gefertigt wird extra für diese Person. Dementsprechend dürfte man nicht rennen, müsste mit Samthandschuhen auftreten. Und es war der Absatz. Schicker Absatz. Weil mal ganz ehrlich, das sieht aus, als ob er jederzeit zerbrechen könnte, wenn man jetzt losrennt. Und es gibt wirklich Frauen, die mit Absatzschuhen rennen. So, dann nutzen wir den gläsernen Schuh doch auch gleich mal, setzen ihn hier hin und wir kommen bei Aschenputtel hinein. Ganz ehrlich, ja. Ich werde mir jetzt auch ein Zimmer zulegen, in das ich mir eine Kürbiskutsche stelle. Es sieht doch wunderschön aus. Ich möchte auch so eine wunderschöne Kürbiskutsche haben. Was ist das? Oh, wir haben einen für die Trankenpflanzsammlung einfach so gefunden. Cool. Ein wunderschönes Porträt von Aschenputtel. Dann haben wir... Ach ja, hierfür brauchen wir dann gleich den Schlüssel. Aber ich möchte erst das Wimmelbild erledigen. Und eine Marmorkugel. Marmorkugeln. Wir suchen zwei Marmorkugeln. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wozu wir die jetzt dann wieder brauchen werden. Was könnten wir jetzt schnell reden? Ach ja, ich habe ja schon angesprochen gehabt, dass dies hier nicht der erste Teil ist und ich es einfach nicht wusste, ob es nur der erste oder der zweite ist. Beziehungsweise welcher Teil es überhaupt ist. Ich dachte eigentlich immer, es wäre der erste. Aber wir haben ja von der Efeu-Prinzessin, die hatte sich ja bedankt, weil wir ihrer Schwester geholfen haben. War ihre Schwester, glaube ich. Wir haben die Marmorkugeln gefunden. Dementsprechend werde ich natürlich auch die anderen Teile noch spielen. Ich habe ja 6 oder 8 Spiele habe ich von Dark Parable. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wie viele es wirklich sind. 6 oder 8. Und auf jeden Fall werde ich die auch am besten dann spielen noch. Auf jeden Fall den ersten Teil hier davor noch. Damit wir da wenigstens vollständigkeitshalber das alles haben. So, gehen wir in den Schuhschrank. Kapitel 8 beginnt damit auch gleich. Aber mal ganz ehrlich... Hier steht ein Glasschuh. Ein Glasschuh. Einen einzelnen hat sie hier stehen und einer steht hier oben. Dieser Glasschuh muss Aschenputtel gehört haben. Doch wo kann ich den zweiten finden? Na, der steht hier. Hallo? Der steht hier. Hallo? Was ist das denn für eine Verarsche? Ein gewöhnliches Paar Schuhe. Ja, ist schön. Und das hier? Kann ich nicht mehr anklicken. Er ist weg. Ein gewöhnliches Paar Schuhe. Noch ein gewöhnliches Paar Schuhe. Boah, nicht sehr auffallend. Ja, alles. Okay, was haben wir hier? Ein Schloss. Der Wandschrank ist abgeschlossen. Ich kann ihn entweder mit einem Schlüssel öffnen oder ihn aufbrechen.
Wir haben einen goldenen Schalter gefunden, Marmorkugeln, aber ich glaube, wir haben nichts zum Aufbrechen da. Nein, leider nicht. Na gut, dann. Oh, hier ist natürlich gleich wieder ein Wimmelbild entstanden. Aschenputtels Tiara suchen wir gleich mal. Das ist schon mal schön, dann haben wir ja. Wir kommen langsam voran. Das ist dann unsere vierte Tiara. Ich bin ja mal gespannt, wozu wir die eigentlich jetzt sammeln müssen. Es ist ewig lange her. Ich habe auch in letzter Zeit sehr viel mit den Aufnahmeprogrammen und dem Schneideprogramm rumexperimentiert. Deswegen hoffe ich, dass ich euch jetzt auch bald mal die Folgen in einem anderen Format präsentieren kann. Denn ich bin selber sehr unzufrieden, dass das so zusammengequetscht bisher wirkte. Ich habe mehrmals rumexperimentiert und rumgefriemelt, weswegen auch die Programme sich aufgehangen hatten. Glaube ich jedenfalls, dass das dieser Grund war. Und jetzt habe ich mir ganz, ganz viel Mühe gegeben und mir ganz, ganz viel Zeit da rein investiert, so viel wie ich hatte in den letzten Tagen, und habe ein neues Aufnahmeprogramm gesucht. Beziehungsweise Schneideprogramm ja eigentlich. So, wir haben 4 von 5 und 4 von 6 haben wir. Und hier vorne haben wir auch 4 von 5. Gut, gehen wir mal weiter gucken. Wie gesagt, ich werde jetzt alle Orte etwas abklappern und nebenbei reden. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ein bisschen rumexperimentiert und ich glaube, ich habe herausgefunden, wo ich das nun in meinem Programm einstellen kann. Es hat etwas gedauert. Mein altes habe ich eingestellt, alles schön, wie es war. Bin immer noch 2. Aber irgendwie hat er es nicht in diesem Format aufgenommen, beziehungsweise zusammengebastelt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber mir wurde auch schon, als ich dann ein bisschen im Internet rumgefragt hatte und mich informiert habe, ist mir auch aufgefallen, dass dieses Schneideprogramm, was ich mir gesucht hatte, ganz schön schlechte Bewertungen hat. Eben weil man Sachen einstellt und es aber einfach nicht funktioniert. Es einfach seinen eigenen Kopf durchsetzt, das Programm sozusagen. Wo müssen wir? Der Spiegel scheint mir etwas mitteilen zu wollen. Ja, ich weiß zwar nicht, wie war das? Boah, vielleicht später mal. Nee, der quadratische Spiegel hat heute ja nirgendwo hingepasst. Naja gut, gehen wir mal. Warte mal, werden wir den Schalter hier oben brauchen? Hier oben war doch noch eine Tür, wo wir. Ah, hier ist auch ein Wimmelbild. Ich glaube, hier können wir den Schalter einsetzen. Ah, ich mache erst das Wimmelbild. Vielleicht passiert ja dann was. Steinerne Hellebarde. Eine Hellebarde ist eine Waffe aus dem Mittelalter, das weiß ich. Ich bin allerdings nicht sehr bewandert, was so Waffenkunde angeht. Also bitte verzeiht mir, wenn ich da irgendwas Falsches erzähle. Meistens erzähle ich das, was ich irgendwo aufschnappe oder mir erlese. Sollte man ja eigentlich nicht machen, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, irgendwas erzählen. Meistens sage ich aber dann dazu, dass ich mir nicht sicher bin, ob es stimmt. Da ist sie schon wieder fertig. Sieht ja fast schon hübsch aus. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich euch diese Folge schon in einem anderen Format präsentieren kann. Ich weiß es ja meistens nicht, wenn ich die während ich die Folge aufnehme. So. Hä? Okay, jetzt ist das Efeu weg. Der Efeu. Entschuldigung. Oh. Oh, das sieht ja jetzt ist aber auch die Scheibe weg. Und wir kommen da nicht rein. Von der Decke des Raumes strömt Wasser in großer Menge. Der kleine Springbrunnen plätschert. Ja, ich sollte mich nicht nähern. Was haben wir hier? Die Tür ist mit goldenen Ranken verziert. In der Mitte gibt es eine Fassung für einen Schlüssel. Ein Schlüssel in Blattform, genau. So, Statue scheint. Ach ja, die sollten etwas in den Händen halten. Sind das die Kugeln gewesen? Zufällig? Nein. Was haben wir hier? Die Tür aus Holz ist verschlossen. Was ist das? Der rostige Höhlenschlüssel. Na gut, den haben wir auch noch nicht gebraucht. Na gut, scheinen wir dort immer noch nichts machen zu können. Dann die helle Bar wird bestimmt hier benötigt. Genau, weil das Schild hatten wir das letzte Mal schon eingesetzt. Dann gehen wir mal gucken. Das könnte jetzt die Waffenkammer sein. Haben wir nicht schon von der Waffenkammer gehört, dass hier irgendwas versteckt sein soll? Eine robuste Axt haben wir jetzt gefunden. Es scheint, als gehöre etwas auf dieses Podest. Beide Wände sind mit Rüstung gesäumt. Okay, ah, hier oben können wir, glaube ich, nein, ich glaube, das gehört woanders hin. Okay, der? Nein, naja, man kann es ja versuchen. Okay, was haben wir hier? Eine seltsame runde Scheibe wurde in diese Wand eingelassen. Ich frage mich, wozu sie dient. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und was gehört hier hin? Es scheint, als gehöre etwas auf dieses Podest. Ja, was denn?
Eine erstaunliche, detaillierte, hochragende Statue des Königs steht allein auf dem Sockel. Sie ist eindeutig das Prunkstück der Halle. Ich bin immer noch etwas langsam beim Lesen, das tut mir sehr leid. Ich gebe mir aber ganz viel Mühe, das zu ändern. Denn ich muss sagen, ich habe sehr viele Let's Plays schon selber gesehen und die sind alle irgendwie schneller beim Lesen. Ich weiß immer noch nicht, wie sie das machen. Eine imposante Sammlung der Waffenkunst. Der Froschkönig muss ein versierter Krieger sein. Okay. Trotzdem ist jetzt die Frage aller Fragen, wie kommen wir weiter? Kann man hier noch irgendwas machen? Beide Wände sind mit Rüstung geziert. Dieses Schild trägt ein faszinierendes Wappen. Aha, kann man das runterschlagen? Nein. Irgendwas dranhängen? Nö. Hier vielleicht dranhängen? Nein. Aber guckt mal, der runde Spiegel, der sieht doch aus, als ob der da reinpasst. Vielleicht muss ich erst was dort hinten draufstellen? Aber ich habe leider nichts. Dann gehen wir mal weiter gucken. Und ich habe mir überlegt, weil es ja immer auch wieder Texte hier drin stehen. Ach, hier konnten wir ja auch nichts machen. Vielleicht jetzt, wo die Tür offen ist? Nein. Weil ja immer Texte unten stehen. So als Hilfsmittel oder eben halt auch, Entschuldigung. Eben auch halt Tipps, Rätsel oder was wir halt, ein bisschen was zur Geschichte steht halt drin. Und damit das aber nie ganz an uns vorbeigeht, ein gewöhnliches Paar Schuhe, habe ich mir überlegt, dass, oh, vielleicht können wir ja mit der Hellebarde hier aufschauen. Oh ja, rohe Gewalt hilft immer. Habe ich mir überlegt, dass ich das ziemlich am Ende, also wenn ich denke, dass wir am Ende sind, ich weiß es gar nicht mehr, wann das Ende wirklich ist, werde ich es öffnen und am besten mal einfach drin rumstöbern und mal ganz von vorne nochmal lesen. So, jetzt gehen wir in das Minispiel. Oh, ich habe ja einen Nahen an diesen Spielen gefressen. Wähle die Paneele so aus, dass sie zusammen das Gemälde ergeben. Was haben wir denn hier? Ein Hundepo. Oder ein Schafspo? Ist das ein Schaf oder ein Hund? Weiß ich gar nicht. Aber wir haben jetzt also als Hinweis den Hund oder das Tier und die Wände. Also hinten die Lücke. Halt, die Lücke passt dort wohl besser hin. Aber dann passt das Hund ja da gar nicht hin. Dann ist das ja so. Aber dann ist er dort wieder... Hä? Das könnte dort... Aber das passt ja auch nicht. Wenn ich das so gestalte... Nein, nein, nein. Nein. Ja, so, so, so. Jetzt, jetzt. 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 Nein. Ach nein, stimmt, hier passt es wieder nicht. Hä? War der Hundepo nicht auf der? Ne, der Hundepo war nicht auf der. Ich brauche den Hundepo auf der Seite. Dann vielleicht so, aber... Naja, das passt doch. Ach, wir stecken den Hundepo an die Seite. So vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist ja... Wieso ist das? Wieso? Vielleicht so? So? Vielleicht? Oder so? Wow! Das war sogar richtig! Ist ja unglaublich! Ich habe einfach gerade rumexperimentiert, weil ich habe echt keinen Schimmer von sowas. Aber ganz ehrlich, hier ist das Bild zu sehen, das sieht ziemlich... Ich weiß nicht. Ja klar, das ist ja noch sich zu bedenken, aber das sieht so abgehackt hier aus. So wie... Axt durch. Was haben wir gefunden denn jetzt? Erstmal gehen wir weiter. Dieses Dokument zeigt eine über zwei Gemälde erreichbare Treppe. Ach, die Gemälde gehören in die Hände von den Damen. Ah, wir können jetzt gleich die Notiz lesen, ohne einen Tipp zu kriegen. In dem Raum mit den Porträts befindet sich... Mal kurz. Ja gut, ich muss noch ein bisschen was vorher lesen. Befindet sich eine verschlossene Tür, die von zwei Statuen bewacht wird. Ich spüre einen Lufthauch aus der Richtung eben dieser Tür. Kann es sein, dass sich dahinter der Weg zurück in die Oberfläche befindet? Wir haben hier unten auch Luft. Wir können hier unten atmen. Wo kommt die Luft her? Ich dachte eigentlich von den Löchern, die nach oben ragen. Wobei ich mich frage, auf der Oberfläche müsste doch zu sehen sein, wenn da Löcher im Boden sind. Aber gut, ich glaube, manchmal sollte man sich so etwas nicht fragen. Aber gut, dann haben wir... Ah nein, Entschuldigung, von hier sind wir ja gekommen. Hier kommen wir... Oh, halt! Ich sehe ein Wimmelbild. Ich sehe das Wimmelbild. Ich habe ein Wimmelbild gesehen. Porträt des Königs müssen wir jetzt suchen.
Das erinnert. Dieses kleine Etwas hier erinnert mich gerade an was. Wie gesagt, ich habe schon einige Let's Plays zu Wimmelbildern gesehen und auch selber schon sehr, sehr viele Wimmelbildspiele gespielt. Und ich glaube, in irgendeinem habe ich so einen Teil auch gebraucht. Das sah fast genauso aus. Wenn ich. War es nicht sogar das? Das war für eine Aussparung. Ich habe dieses Wort bei einer Spielreihe total gern. Also ich höre dieses Wort nur noch, wenn ich eine Kiste mit einem. Ja, mit einer Aussparung eben sehe. Wobei, ich weiß auch gar nicht, wie man das anders nennen könnte. Es ist ja eine Aussparung. Es ist eine freie Fläche in einer eventuellen Holzkiste eben. Ich weiß, habe keinen Schimmer, wie man das sonst nennen könnte. Aussparung ist eigentlich, glaube ich, das beste Wort dafür. Hier ist noch ein Stück vom Rahmen. Ach, das Porträt haben wir auch schon zusammengesammelt. Na gut, das Porträt des Königs haben wir zusammengesammelt. Dann können wir... Ich gehe mal lieber... Ganz ehrlich, gehe bitte nochmal ein Stück zurück. Na gut, wir können ja auch gucken gehen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. So. Königin? Nee. Prinzessin. Das war die Prinzessin. Oh, was ist denn das? Ach, jetzt. Jetzt nehmt das in die Hände. Okay. Nein, auch wenn die Karte so schön leuchtet. Was ist das? Oh. Entschuldigung. Da habe ich mich gerade beim Sprechen verschluckt. Oh, wir kommen wirklich wieder an die Oberfläche. Und wir haben wieder ein Chamäleon-Objekt gefunden. Das 10. von 20. Oh, das wird dauern. Wir werden... Nanu? Wo sind die Ranken hin? Ach ja, wir haben ja da unten den Hebel gezogen. Ja, eine Runde rumgelaufen. Juhu, wir können im Kreis gehen. Jetzt müssten wir... Das Tor ist verschlossen. Ach, dafür brauchen wir jetzt den rostigen Höhlenschlüssel bestimmt, oder? Genau, wir haben die Tür geöffnet. Aber wie es jetzt an der Oberfläche aussieht, sehen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt, der Fluch des Froschkönigs wird zu Ende gewimmelt. Also dann, ciao.